Einen schönen guten Abend zusammen vom Holger. Holger dir auch einen schönen guten Abend gewünscht. Holger, grüß dich. Hallo Holger. Nighthawk, grüß dich. Ich glaube, ich krieg heute irgendwie nicht allzu viel mit. Merkwürdig. Nee, heute ist LS dran. Ja. Eiko. Ich glaube, das hat der Nighthawk schon gesehen, dass wir LS spielen. Ja. Ja, das ist gerade. Wir rennen jedenfalls nicht mit Zauberstab durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob der Thorsten gerade mit dem Zauberstab durch die Wohnung läuft. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Da gehe ich besser nicht näher drauf ein. Nein, Uppi, ich fahre Nein, Trecker. Uppi. Ich fahre jetzt Trecker, Sehr also kann gut. ich nicht durch die Wohnung laufen. Ist in Ordnung. So eine blöde Katze. Freitagmorgen zocken wir Hogwarts. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ich bin am Verzweifeln gerade in Hogwarts. Oh, kann man doch gar nicht verzweifeln. Warum sind die Slytherin so böse und gemein? Ja, setz die Pauli-Punkte ein für einen Zwölfer. Zu finden unten links. Schnapp die Bock, die Bum, die Strom, die Schupp, die Bum. Oh, da oben ist ja was frei. Wir können da durchfahren. Ja, das habe ich vor dem Stream schon ein bisschen gefahren. Ja, deine Satzzusammenstellung ist irgendwie so wie deine Internetverbindung, ne? Leicht rückelig. Ja, heute etwas verhutzdrüttelt. Verhutzdrüttelt. Habe ich denn jetzt den richtigen Namen drüber an, ja? Ja, ne? Das Opi. Das Opi, Es ja. hat funktioniert, tatsächlich. Sonst hätte ich was gesagt. Thorsten, sag mal was. Was? Klappt doch. Super. Jawohl. Ab und zu ist er zu gebrauchen. Ein was von Herbie. Herbie, dir und deiner Frau auch einen schönen guten Abend. Aber was meint ihr bloß damit? Ich glaube, ich fahre gegen den Baum. Ja. Könnte. Ja, du kommst nicht vorbei, Obi. Da kommst du nicht rein. Soll man den Baum umpflanzen Nein, oder wird? nein, 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 der bleibt schön da stehen. Mann. Keine Kettensäge. Nein, Anja. Mann, no. Wollte ich es dir nur ein bisschen einfacher machen, wie Ja, dein du willst nur Liebst. wieder Bäume quälen, ne? Das ist alles. Ein Hai von Hörbi oder ganz, ganz viele. Eieiei. Ich mache mal eben linksseitig kaputt. Ja, mach mal linksseitig kaputt. Und dann komme ich zu dir rumgerunzelt. Ja, mach das. Aber der war gar nicht schlecht. Du stehst in der falschen Bahn, Schnucki. Nein. Nein? Ich stehe richtig. Aha, da muss ich die Nullbahn nehmen. Hi, Gebhardt. Guten Abend gewünscht, ihr Lieben von Gebhardt. Gebhardt dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht, dir und deiner Familie. Der zwickt was. Hör auf damit. Hi, Herbie von Thorsten mit Schlabberlappen. Herbie, grüß dich. Moin, Thorsten von Gebhardt und hi von Herbie. Ui, 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 ui. Hi Herbie mit Knuddels und Nils. Moin Herbie von Gebhardt. Moin Nils von Gebhardt. Ja, so ist das. Moin Anja Schnucki mit drei Blumen nur. Oh, Gebhardt, du lässt aber nach. Reicht doch.
Vielleicht hat er nicht mehr gekriegt. War ein Ausverkauf, meinst du? Mhm. Teil von Herbie. Ja, warte, der läuft gleich bestimmt nochmal zum Blumenladen. Gebhard, wo sind meine Blumen? Im Laden, Nils, im Laden. Nils, warum willst du Blumen? Nils mag vielleicht Blumen. Im Boden als Zwiebel. Ein Blumenladen kann ich empfehlen. Gebhard. Gebhard, du Lümmel? Na? Gebhard ist kein Lümmel. Nein, Gebhard ist kein Lümmel. Nein. Was ist mit sie? Gefroren? Hm? Ja, die dürften gefroren sein, da hast du recht mit. Ja, so ähnlich. Kein Kommentar. Das war klar. Oh, lange Bahn. Will ich meine Box drücken? Ja. Oh, ich bin, pass auf. Das blöde Zauberspiel, das ist wieder so ein ich kann mir keine drehen oder so. Ach, da gehst du schlafen oder weiß nicht was. Ich kenne das Spiel ja noch nicht mal. Warum? Das lernen wir kennen. Wir kriegen da bestimmt unseren eigenen Spaß. Wir spielen das ja nicht wie die aufstrebenden Sterne am Sternenhimmel. Wir spielen ja. Das ja Obi-like. Mhm. Du spielst. Chaotisch, durcheinander. Du spielst und ich quassel nur dazu. Ja. Obi, wenn du nicht drehen kannst, ist doch gut, da kannst du sparen. Das kann das sein, dass ich auf solche Kommentare absolut verzichten kann? Danke. Ich glaub's nicht. Nein, du hast ja recht, du hast ja recht. Du hast ja vollkommen recht. Trotzdem kannst du die Klappe halten. Puh. Immer noch. Okay. Drin. Ah, darum springst du an, ne? Wenn ich nächste Mal sag, du bist dazu verdonnert, noch mehr zu reden, dann bist du der Arbeitsverweigerung. Kein Kommentar. Verrate, bitte sag nicht, dass kein Kommentar auch ein Kommentar ist, ne? Bitte nicht sagen. Nein, ich sag nichts. Naja, begreift er dann noch irgendwann. Das könnte dann komisch sein. Thorsten kriegt die Zunge rausgestreckt vom Nils. Ja, da habe ich für heute Abend auf jeden Fall noch Essen übrig. Ja, ich habe auch noch Bratwurst und Nüdelkiss. Und für morgen bleibt dann auch noch was übrig. Ich glaube, ich habe auch noch Nudeln für morgen, ja. So sieht man das schön, wie man nebeneinander fährt, ne? Und das sieht man, wenn die Profis fahren. Mann. Profi-Modus, das sieht man nicht. Nö. Ja gut, es ist ein Spiel und im Realen könnte man sich auch noch vorbeugen und über die Motorhaube gucken. Ja, das kannst du im Spiel auch an, ja. Wie denn? Dafür gibt es ein Eye-Tracking-System. Kann man sich hab an... ich nicht. Ja, gibt's aber. Dann kannst du auch hab vorne über die Motorhaube gucken. Nicht. Aber wenn du da links und rechts guckst, dann musst du immer so schielen auf dem Monitor, dass du überhaupt noch was siehst. Eigentlich müssen dann die Monitore dann mit rumschwenken. Nee, das lassen wir mal schön bleiben.
Ich glaube, die eine wird nach 5 Minuten ganz grün anlaufen und dann ganz schnell um bottig werden. Wenn sich das halbe Zimmer mitdrehen würde. Das muss nicht sein. Nee, nee. Da ist der YouTube-Link. Dankeschön. Und der TikTok-Link. Danke, 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 danke. Danke, 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 bitte. Was willst du, Katze? Danke, Hörbi. Die hat so fressen und zu saufen und Leckerchen hat sie auch schon gekriegt. Und gespielt habe ich auch schon mit ihr. Also. Ja. Apfel kriegst du mit. Weiß ja, kleine Finger, ganze Hand. Ja. Eins für Opi, eins für mich. Und da ist dann Achtung, Achtung. Für die 12er. Wann es denn soweit ist. Mit dem 12. Ja, ich schätze, wir machen das am 12. Also den kommenden Sonntag. Mhm. Samstag mit dem Basti reden. Da bin ich mal gespannt, wie was dabei rauskommt. Ich auch. Vor allen Dingen bin ich dann mal gespannt, was in den Spielregeln steht. Ich glaube, da gibt es eine eigene Spalte für Opi darf nicht. Und da stehen dann die ganzen Punkte drunter. So, frischer Kaffee läuft. Gut, Nils. Wo läuft er denn hin? Oh. Ja. Ich bin kaputt. Heute war mein erster Arbeitstag. Oh, Gebhard, wie war denn? Hat Spaß gemacht oder bist du enttäuscht? Kaffeemaschine. Anstrengend. Anstrengend macht nichts. Dann darf es auch kaputt sein. Aber so am ersten Tag, da weiß man sowieso nicht so genau, was überhaupt los ist. Ja, wie in der Schule früher. Hä? Was? Ich bin noch nie so viele Treppen gelaufen. Ui. Sportlich, der Herr. Ja. Muskelkater lässt grüßen. Bundeswehr vom dritten Stock getragen. Einer wiegt 97 Kilo. What? Hä? Ich verstehe den ganzen Satz nicht. Schrank vom dritten Stock getragen. Einer wiegt 97 Kilo. Bist du als Möbelpacker engagiert worden? Elf Stück waren das. Ja, klasse, dann hast du auf jeden Fall was getan. Aber 97 Kilo kann man doch nicht alleine tragen. Ja, er hat auch nicht geschrieben, dass er das alleine gemacht hat. Di 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 di